Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute gibt es meine Juli Aufgebrauchprodukte. Ja, ich habe die Produkte leider nicht mehr hier, da mein Video leider ohne Ton war. Aber ich habe die Fotos noch und ich blende sie dann einfach hier ein. Dann seht ihr, über welches Produkt ich spreche und ja. Ups. fangen wir einfach mal an. Ich habe einmal eine Seife aufgebraucht und zwar die Palm Olive Milch und Honig Seife. Die hatte ich mir gekauft, nachdem ich einen Ausschlag an den Händen hatte. Von dem ganzen Desinfektionsmittel und Händewaschen. Und da habe ich mich auf die Palm Olive umgestiegen und habe da auch die Sensitive benutzt. Und ich muss sagen, die Seife riecht einfach gut und sie hat das einfach alles wieder unter Kontrolle gebracht. Das war einfach ein bisschen zu viel, weil man ja doch durch Corona dauernd irgendwie die Hände wäscht und, oder desinfiziert oder irgendwie sowas. Also, ja. Deswegen, ich kann euch die Seife wirklich nur weiterempfehlen. Wir haben auch mittlerweile so einen festen Seifenspender und da werde ich jetzt in Zukunft einfach immer wieder Seifen Nachfüllpackungen kaufen und euch die leeren Seifen dann zeigen. Nachfüllpackungen. Ich freue mich drauf, weil wir somit nämlich auf weniger Plastik umsteigen. Das ist auch wieder ein Schritt in Richtung Umwelt und ja, mega cool. Dann als nächstes habe ich eine Gesichtsreinigung aufgebraucht. Die habe ich auf der Glow in Stuttgart bekommen. 2019. Und zwar von Nivea das Glow Magic Muse. Das war echt der Hammer. Ich muss gucken, ob es das noch gibt. Dann muss ich mir das echt noch holen. Also wirklich ein Mega-Produkt. Das hat meine Haut so gut gepflegt. Und ich meine, aktuell habe ich zwar eine leicht unreine Haut, aber ich muss sagen, ich merke, dass sie langsam in den Griff gekriegt wird und ich habe auch ein paar Steps in meiner Skincare-Routine geändert. Und ich merke auch langsam, dass sie echt gut funktionieren. Und deswegen gibt es auch jetzt in den nächsten 2 Wochen noch meine Abschminkroutine und meine Skincare-Routine. Da zeige ich euch meine Pflegeroutine morgens und abends und wie ich mich abschminke. Und ja, kommt dann auch im September mal wieder mein Alltags-Make-up online und auch gibt es dann auch mal eine Wochenend-Morgenroutine, eine Morgenroutine unter der Woche und eine Abendroutine. Die werde ich auch alle noch abdrehen, also seid gespannt, es kommen mega coole Videos in nächster Zeit. Also ja, mit dem Video hier sind wir aktuell. Morgen erwartet euch ein neues Video. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich, endlich sind wir aktuell. Endlich können auch wir mit nach dem Video in den August starten. Und ja, ich weiß noch nicht, welches Video morgen online kommt, aber ich habe 3 Videos im Petto. Das heißt, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch ist bereits schon gedreht und danach gibt es meine Pinkbox und Glossybox. Also ja, sind auf jeden Fall erstmal im Petto. Ich weiß noch nicht, wann die Videos jetzt online kommen, ob die Videos jetzt alle wirklich schon im August oder auch im September oder Oktober rein. Aber ich freue mich schon, es gibt dieses Jahr auch Halloween-Videos, die werde ich auch im September anfangen zu drehen. Bin mega gespannt. Ich war übrigens Himbeerpflücken und Leute, ich sag's euch, ich bin überall, habe ich so welche Pickel. Ich wurde so richtig zerstochen und ich weiß nicht, was das für Pickel sind. Auf jeden Fall macht mir das total fertig, weil die jucken auch die ganze Zeit. Ja. Ich habe mit meinem Freund Himbeermarmelade gemacht und habe euch auch das Video dazu gedreht. Das werdet ihr auch demnächst sehen. Das ist mega easy. Also ja, dann habe ich meine Zahnpasta aufgebraucht, die Blender Med 3D White Glamorous White. Das ist ja eine unserer Go-To-Zahnpasta. Wir benutzen ja immer die Blender Med 3D White Zahnpastas. Schwören wir einfach drauf. Ist aber, wie gesagt, Geschmackssache. Die ist wieder leer, weil die benutzen mein Freund und ich. Und da brauchen wir eigentlich schon einmal im Monat meistens eine Zahnpasta auf. Und ja. Dann habe ich noch eine Seife aufgebraucht, und zwar die Balea Creme Seife Milch und Honig. Das war ein Nachfüllpack, das hatte ich in die Original Seifenpackung reingefüllt. Aber wir hatten kurz danach hatten wir uns eben diese feste Ding und da fülle ich es jetzt eben wieder raus und um. Und dann, wenn die leer sind, dann zeige ich sie euch auch nochmal. Und dann gibt es eben nur noch diese Nachfüllpacks. Also, ja. Sieht auch mega schön aus, ist so eine ganz schwarze, matte Seifenspender, also sieht richtig gut aus. Die zweite Seife ist auch noch von Balea Creme Seife, die Ginger and Lemon, die benutzen wir auch aktuell gerade, die hätte ich auch nochmal umgefüllt und die ist aber jetzt auch in der Originalpackung fast leer. Die
Die sind nämlich aktuell gerade bei uns in der Seife drin. Die fülle ich einmal die Woche einfach immer wieder auf, was aufgebraucht wird. Und ja. Das ist gleich. Dann habe ich noch von eine Probe aufgebraucht von L'Oréal Paris El Vital, das Planta Clear Anti-Schuppen Shampoo. Und zwar habe ich das Problem, wenn ich zu lange meine Haare nicht wasche, kriege ich Schuppen. Ich muss das spätestens alle 2 Tage machen. Zum Urlaub habe ich täglich geduscht. Also heute sieht sie zwar nicht so fresh aus, aber ich springe später eh noch unter die Dusche. Und deswegen hatte ich das benutzt, das war eigentlich sehr gut. Im Winter habe ich das Problem auch mit Schuppen, und zwar wenn ich Mützen trage. Deswegen versuche ich immer so wenig wie möglich Mützen zu tragen. Und im Winter benutze ich dann auch mehr Anti-Schuppen-Shampoos. Genau, und dann habe ich noch von Nivea die Haarmilchpflege-Shampoo aufgebraucht. Das fand ich auch sehr gut. Hatte ich auch als Probe da. Ich habe nämlich so viele Proben, die ich jetzt auch versuche aufzubrauchen. Und ja, dann habe ich noch eine Gesichtsmaske aufgebraucht, die Garnier Skin Active Thermo Anti-Pickel Maske. Das ist ja meine Go-To, die macht immer meine Pickel weg und reinigt mein Gesicht. Die benutze ich immer, wenn ich so merke, dass wieder mehr Pickel kommen. Und ja, dann habe ich noch ein Getränk aufgebraucht, das war in der Pinkbox, und zwar das Summer Spy Sparkling Rosé. Was steht da? Semi-Sweet Cider. Genau, das war mega gut. Wenn ich das nochmal irgendwo finde, hole ich mir das definitiv. Es hat so gut geschmeckt für alle über 16. Es halt war einfach so ein Weinsekt, so eine Art. Also mega lecker, mega. Ich habe das bei einem Deutschlandspiel getrunken und es war mega gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wie ihr gemerkt habt, es waren nicht viele Produkte, aber das Video ist trotzdem lang, dass ihr euch einfach ein bisschen genauer erklärt. Aber auf jeden Fall, im August werden es eine Menge, weil es sind so viele Sachen jetzt schon leer gegangen. Deswegen, ja, freut euch schon mal drauf und wir sehen uns dann morgen um 12 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!